Hallo und willkommen. In diesem Video möchte ich euch eine kurze Einführung zu Bitwig geben, die ersten Steps, ersten Schritte. Und beginnen wir einfach mit der Registrierung. Wenn ihr auf der Startseite seid, klickt ihr unten auf Registrierung und ihr kommt zu einem normalen Registrierungsmenü, wie überall. Jetzt schauen wir, dass wir für dieses Video einen neuen Account anlegen, dass alles genauso neu ist wie bei euch. Die Imkerei ganz oben, das, die muss eindeutig sein, das heißt, könnte eine Fehlermeldung kommen, dass der Name bereits vergeben ist, dann müsst ihr leider einen anderen Namen suchen. So. Nach der Registrierung solltet ihr eine E-Mail bekommen mit einem Registrierungslink. Ich zeige, wie der ausschaut. Also das E-Mail sieht dann so aus. Und in diesem E-Mail ist hier ein Link. Den müsst ihr bitte anklicken, weil nur dadurch wird euer Account aktiviert. So. Gehen wir zu diesem Link, kommen wir auf eine eigene Seite zur Bestätigung. Hier müssen wir noch auf Aktivieren klicken und unser Account ist angelegt. Jetzt können wir uns erfolgreich einloggen. So, jetzt seid ihr in der App, in der Bitwig App. Und am Beginn möchte ich euch kurz über das Interface ein bisschen erklären. Also die Startseite ist ein Kalender, auf den gehen wir später nochmal kurz ein. In der obersten Leiste habt ihr ganz links so ein Symbol. Mit dem könnt ihr das Navigationsmenü ein- und ausblenden. Auf mobilen Devices oder halt euren Handy ist das, um das Menü sowieso einzublenden. Das nächste ist eine Lupe. Das ermöglicht euch den schnellen Zugang zu euren Ständen und Stöcken. Ihr könnt ja hier auch schreiben, um eine Filterung durchzuführen. Dann kommt eine Sprachsteuerung. Diese Sprachsteuerung ist nur unter Google Chrome möglich, beziehungsweise auf Android-Handys mit Chrome installiert. Sonst wird der Button gar nicht angezeigt. Das nächste ist ein QR-Scanner. Das müsste so ziemlich auf jeder Plattform, die eine Kamera hat, funktionieren. Genau Videos, wie QR-Code funktioniert, habe ich auch schon hochgeladen. Dann gibt es noch einen Vollbildmodus. Der Roboter ist, um in Nachtmodus die App oder in Darkmodus zu schalten. Wenn der Roboter ist, wird es an euer Betriebssystem angepasst. Dieses Augensymbol ist dafür da, um eure hauptsächlich mobilen Handys immer aktiv zu halten, wenn ihr arbeitet und das Handy nebenher legt und ihr möchtet nicht immer wieder euer Handy neu aktivieren, könnt ihr hier euer Handy aktiv lassen. Das funktioniert auch wahrscheinlich nur auf Android, bin mir jetzt aber gar nicht so sicher. Dann gibt es einen Zurück-Button auf der Seite, was ihr vorhin besucht habt und einen Auslog-Button. In der Fußleiste fangen wir ganz rechts an. Hier ist ein Pfad angezeigt. Wenn wir hier raufklicken, der ist ein bisschen versteckt, kommt ein NFC-Menü und wieder ein QR-Code. Auch habe ich dazu eigene Videos. Der nächste Button ist für NFC. Ich habe hier den Computer zum Beispiel kein NFC. Dann ist hier ein Fragezeichen-Button. Wenn ihr auf diesen klickt, bekommt ihr für jede Seite eine kurze Hilfe dargestellt, also was auf dieser Seite zu beachten ist. Und ganz links könnt ihr noch, seht ihr die aktuelle Version mit einem Datum der Version. Und wenn ihr hier raufklickt, kommt ihr auf eine News-Seite, also mit Updates. Diese ist aber nur in Englisch vorhanden und geht teilweise in technische Details. Trotzdem, wenn es für euch interessant ist, und man kann immer wieder kurz reinschauen. So, gehen wir wieder auf unsere Startseite. Wenn ihr das erste Mal einloggt in die App, es ist nicht sehr benutzerfreundlich, aber am besten, ihr geht zuerst einmal in die Einstellungen gleich. Hier in der Einstellung gibt es ein Profil, Felder und Optionen. Wir schauen uns zuerst einmal gleich die Felder an.
Hier seht ihr eine Auswahl an verschiedenen Feldern, die ihr zusätzlich zu euren Aufgaben dazuschalten könnt oder auch wieder ausblenden. Das ist jetzt, da könnt ihr einfach ein bisschen anpassen an eure Betriebsweise. Es ist natürlich noch immer nicht für jeden etwas dabei. Gewisse Sachen fehlen für manche Leute, aber es soll euch eine Erleichterung geben. Zum Beispiel habe ich immer die Königinnenfelder eingeblendet. Für die Varroa-Zählung habe ich immer die Varroa eingeblendet. Ernten durch mit Wasserangabe und auch die Waben und Gewicht zugleich. Und bei den Behandlungen habe ich immer die Temperatur dazu geschaltet. Und das ist für Premium-Benutzer, kommt immer automatisch die Temperatur rein. Und bei der Charge habe ich ein Mindesthaltbarkeitsdatum dabei. Und in meiner App habe ich, also in meiner persönlichen Kanal habe ich auch die Dropbox verbunden mit der App, was auch möglich ist, wozu auch ein eigenes Video kommen wird. Das Ganze speichern wir jetzt und das ist dann für alle eure, also für diesen Login gespeichert. Das heißt, wenn ihr das nächste Mal einsteckt, bleiben die ganzen Settings natürlich. Das nächste sind die Optionen. Die sind jetzt sehr rudimentär. Ich gebe da nicht viel vor, weil das, also die Optionen, da habt ihr hier rechts oben ein Dropdown-Menü und da müsst ihr wirklich am Anfang das so anpassen, dass es für euch passt. Da könnt ihr zum Beispiel eure Behandlungstypen definieren. Also ich habe da, also vorgegeben ist wirklich nicht viel, hier ist nur so Standarddinge. Aber zum Beispiel, was bei mir relevant wäre, wäre Oxalsäure sublimieren. Und das kann ich auch gleich als Favorit setzen. Also da könnt ihr eure eigenen Behandlungsmethoden, Mittel definieren. Ihr könnt ja auch theoretisch den Produktnamen schreiben. Das alles euch frei überlassen. Auch bei den Kontrollen habt ihr die volle Freiheit. Kontrollen mache ich zum Beispiel solche Dinge wie Sheet eingeengt ist bei mir ein Plus oder Sheet erweitert ist bei mir ein Minus. Das sind ganz eigene oder Drohnenrahmen Plus und Drohnenrahmen Minus. Das ist einfach auf je nach Inkerei könnt ihr das anpassen. Favorit gebe ich hier eine normale Kontrolle. Ihr könnt da wirklich alles Mögliche reinschreiben. Beziehungsweise seht ihr auch dann später im Gebrauch, wo das überhaupt aufscheint. Aber diese Optionen hier sind ganz wichtig und da könnt ihr echt wirklich so auch Stockstatus, Stocktyp und so weiter. Das könnt ihr alles definieren und ist auch wichtig, um die App im Vollen zu benutzen. Auch ins Profil schauen wir kurz, da ist nicht viel. Ihr könnt noch einen Benutzernamen vergeben, hier könnt ihr gegebenenfalls die Sprache ändern und hier könnt ihr auch noch, es gibt immer so, ihr hört es vielleicht im Video, so ein Soundfeedback, das könnt ihr hier ausschalten und für österreichische Imker die FIS-Daten, da bekommt ihr ein E-Mail zu den FIS-Daten. Das ist zum Beispiel für nicht österreichische Imker nicht so interessant, könnt ihr ja auch deaktivieren, könnt ihr auch speichern. Hier kommt auch ein Konflikt, weil Hannes, den Benutzer gibt es schon, Hannes Test Video schreiben wir da. Passt. Also ganz einfach, hier könnt ihr auch eure Zugangsdaten wieder verändern. So, fangen wir an wirklich mit der App. Was macht ihr eigentlich? In der App ist es so, dass jeder Bienenstock nur mit einem Bienenstand existieren kann. Das heißt, wir gehen zuerst zu den Bienenständen. Das könnt ihr machen unter dem Dropdown-Menü Völker, gibt es hier eine Standkarte oder eine Standtabelle. Am besten, ihr arbeitet gleich in der Standkarte. Hier öffnet sich eine Standkarte. Es ist schon ein Musterbienenstand angelegt. Den könnt ihr jetzt theoretisch mit Drag and Drop, also einfach draufklicken und ziehen, verschieben.
an einen neuen Standort oder wir löschen den sowieso und machen einen neuen Binnenstand einfach über die Karte. Sagen wir, wir sind in Sardinien und hier machen wir einen neuen Binnenstand. Sardinien-1. Können auch Beschreibung hinzufügen, speichern und wir haben einen neuen Binnenstand in Sardinien erstellt. Nachdem ihr einen Stand erstellt habt, möchten wir natürlich Stöcke erstellen. Hierzu gehen wir auf das, nicht auf die, könnten wir in der Tabelle, aber wieder gehen wir einfach auf das Hinzufügen Stock-Formular, das ist hier. Wir haben jetzt 2022, meine Völker zum Beispiel fangen alle mit dem Datum an und ich möchte gleich 5 auf einmal erstellen, da gibt es hinten so ein Symbol, ich möchte bei 1 anfangen, und ich möchte insgesamt 5 erstellen, gebe ich noch einen Nuller hin vor, und das sind dann meine Stocknamen am Stand Sardinien. Datum der Wanderung ist wichtig, weil wenn ihr Aufgaben nachtragen wollt, also die in der Vergangenheit sind nach diesem Wanderdatum, funktioniert das nicht so gut. Also das Wanderdatum soll vor allen euren Aufgaben sein. Also in diesem Fall zum Beispiel möchte ich dann später für das ganze Jahr etwas nachtragen, also gebe ich jetzt 1. Januar ein. Die Typen, das sind das, was ich euch vorher erklären wollte, die könnt ihr selber definieren, die 2 Dropdowns und auf eure Imkerei anpassen. Position ist jetzt nicht so wichtig, das ist die Position am Stand. Sammlung Bienenstöcke ist, da mach, also das ist so ein bisschen, wenn ihr irgendeinen Sammelpunkt habt, zum Beispiel für Ableger oder für Königinzucht Apideas, dann lege ich zum Beispiel nur einen Stock an, der heißt zum Beispiel Apideas, okay, das sind meine Apideas, und gebe da unten einfach nur immer die Anzahl an, wie viele Apideas ich gerade habe. Das ist ja keine History, also keine Geschichte, sondern einfach nur, ich weiß dann immer effektiv, wie viele ich habe, und ich habe einen Stock, den ich Fütterungen zuordnen kann, und darf. Diese Fütterungen sind einfach alle meine Apideas. Ihr müsst das auch nicht benutzen. Also ich benutze das zum Beispiel so oder für meine Ableger, weil die möchte ich nicht als extra Stocknummer anlegen. So, speichern wir. Dann haben wir jetzt 5 Stöcke erstellt. Diese 5 Stöcke sind jetzt auch in unseren Dropdown ersichtlich. Das wird jetzt nicht gleich geupdatet. Das updatet nur alle paar Minuten. Um so ein Update für das zu beschleunigen, gibt es hier einen links unten in der Navigation einen Datenaktualisieren-Button. Wenn wir auf diesen klicken, werden unsere ganzen Daten aktualisiert. Und hier sehen wir unseren Bienenstand. Da steht der Name, in Klammer wie viele Stöcke oben sind und dann die einzelnen Stöcke und hinten in Klammer immer auf welchen Stand sie sind. Gehen wir zum Beispiel zuerst auf den Stand. Dann öffnet sich ein Fenster mit den Details zum Stand und hier seht ihr dann Namenreihenfolge nach unsere Bienenstöcke, die was wir angelegt haben. Kurzfristig möchte ich schnell sagen, okay, Bienenstock 5 ist aber in erster Position, dann kann ich den ganz rauf verschieben. Und jetzt wurden die Positionen neu verteilt, jetzt seht ihr auch bei der Position eine Nummer. Das heißt, hier könnt ihr die Positionen verschieben, so dass das für euch passt, wie es auch wirklich am Stand ist. Ist recht hilfreich oft. So, hier könnt ihr auch wieder theoretisch mit diesem Symbol zwischen Ständen wandern, was jetzt nicht relevant für uns ist, sondern wir gehen jetzt vorne auf das Informationssymbol. So kommen wir direkt zu einem Stock. Und hier sehen wir die Details von diesem Stock. Hier könnten wir zwischen die Jahre hin und her schalten. Dadurch, dass wir bis jetzt nur eine Aufgabe erstellt haben, nämlich die Wanderung in sich, sehen wir hier nur eine Wanderung.
Okay. Jetzt, wie wären meine weiteren Schritte? Also Aufgaben könnten hier pro Stock gemacht werden, zum Beispiel Kontrollen, Fütterungen, Ernten, Behandlungen, Wanderungen. Ich mache sehr viel Aufgaben auf Standbasis und sowieso über das Quick Tool. Das ist hier. Dazu geht ihr hier auf das Quick Tool. Und dieses Quick Tool erleichtert euch die Hauptaufgaben sehr schnell zu erfassen. Zum Beispiel habe ich gesagt, ich arbeite auf Standbasis und sagen wir, es ist Herbst. Ich gehe hier beim ersten Punkt auf Fütterungen, wähle hier, könnte ich einzelne Stöcke auswählen oder ich wähle hier den ganzen Stand und hier habe ich dann alle Stöcke von diesem Stand ausgewählt und ich füttere insgesamt dreimal in 7 Tagen Intervallen insgesamt dreimal und beginne letzten Montag. Ich füttere 1 zu 1 Zuckerwasser und insgesamt habe ich für jeden 7 Liter jedes Mal. Hier könnte ich auch eine Gesamtmenge eintragen. Dann wäre das pro Stock 1,4 Liter. Und ich gebe jetzt nur eine Einzelmenge ein. Die ganzen Aufgaben sind jetzt noch nicht erledigt. Also ich habe die schon in der Zukunft mehr oder weniger. Jetzt lege ich sie an. Nächstes auf Speichern gehe. Was jetzt passiert ist, er hat jetzt dreimal alle 7 Tage für diese Stände eine Fütterung angelegt. Das gleiche Spiel kann gemacht werden mit Kontrollen. Wie gesagt, hier sind zum Beispiel das Königinnenfeld, was ich gesagt habe. Hier wieder ein Dropdown. Wie gesagt, die Option, was ihr in den Optionen findet. Oder für Behandlungen. Hier auch automatisch gleich die Temperatur eingelesen für diesen Stand oder für Ernten. Und immer wieder Gesamt, Einzelmenge, Intervall. Wenn ihr keinen Intervall habt, möchtet ihr das nur zumachen, dann resettet ihr das wieder auf 0. So, das ist Quick Tool, so lege ich oft meine Aufgaben an. Und um das Ganze einfach zu gestalten, erledigt die meistens dann im Kalender direkt. Dazu gehen wir zurück auf unser Dashboard. In diesem Dashboard im Kalender sehen wir alle unsere zukünftigen vergangenen Aufgaben. Die könnt ihr auch hier zwischen den Monaten oder zwischen den Jahren mit dem Doppelsymbol hin und her schalten. Das ist besonders interessant, wenn du sagst, okay, was hast du letztes Jahr um die Jahreszeit gemacht? Und in diesem Kalender sind alle wichtigen Ereignisse eingeblendet. Hier ist auch ein statisches Ereignis, was wir am Anfang gesehen haben, eingeblendet. Das ist das FIS-Stichtage. Das ist auch wieder nur für österreichische Imker relevant. Und um das nicht anzuzeigen, können wir hier unten links unten auf Einstellungen gehen und die FIS-Tage ausblenden. So, jetzt ist alles hier. Jetzt sind unsere Intervallfütterungen angezeigt. Und ich kann jetzt sagen, okay, das vom letzten Montag, das ist schon erledigt. Ich klicke einfach hierzu hier rauf und kann hier entweder auf das Symbol hier unten Status ändern klicken oder hier auf die rote Schrift. Und das ist erledigt. Und ihr seht, es hat auch die Farbe geändert. Jetzt steht hier auch erledigt, wenn man nochmal raufklicken. Und ich habe das eigentlich nicht Montag gemacht, ich habe das heute gemacht. Dann kann ich einfach wieder mit Drag and Drop das Ganze auf ein anderes Datum rüberziehen. Und ich sehe jetzt in diesem Kalender auch gleich, okay, nächste Woche muss ich es wieder machen, übernächste und so weiter. Ich könnte auch raufklicken und das direkt bearbeiten. Dann kommen wir wieder zu diesem Menü und ich könnte es aktualisieren, dass ich statt 7 10 Liter gefüttert habe. Und ich kann wieder zurück zum Kalender gehen. Ein Event kann sich auch über mehrere Tage erstrecken. Das könnt ihr auch lang ziehen, wenn ihr wollt. Also mit Start- und Enddatum. Das ist vielleicht für Behandlungen interessant. Wenn ihr sagt, ihr habt eine Amazon über x Tage, könnt ihr das im Kalender einfach länger ziehen oder schon bei der Anlage beachten. Um das Ganze zu abschließen, schauen wir nochmal rein
zu unserem Sardinienstand. Dazu gehen wir einfach hier auf Sardinien. Und wir haben jetzt Aufgaben erstellt. Das heißt, wenn wir jetzt hier auf das Aufgabenfenster gehen, sehen wir hier die ganzen Aufgaben. Und hier ist immer das mit dem jüngsten oder mit dem Datum in der Zukunft jetzt an erster Stelle. Jetzt gehen wir ganz hinter und wir sehen hier, hier waren die Wanderungen. Dann sind unsere Fütterungen, die schon erledigt sind. Und hier sind die, was noch anstehend sind. Ihr könnt hier auch filtern auf nur offene Anzeigen oder nur erledigte oder beides oder auch die Aufgaben selber filtern. Und die ganze Information ist natürlich auch in den Stock selber ersichtlich. Hier seht ihr nur für den Stock 05 die Aufgaben. In Info ist auch eine kurze statistische Information, was passiert ist, wie viel gefüttert insgesamt wurde, etc. etc. Das sind jetzt Aufgaben. Was es im System noch gibt, sind sozusagen To-Dos. To-Dos sind, wenn das nicht direkt mit einem Stock zu tun hat, einfach Aufgaben, die zu erledigen sind. Die könnt ihr wieder entweder hier hinzufügen über das eigene To-Dos-Formular oder noch leichter, wie ich das oft mache, ist im Kalender. Klickt ihr einfach doppelt auf ein gewünschtes Datum, sagt ihr, gibt ihr einen Namen, wieder machen, möglicherweise Notizen. Speichert es ab und wir wissen, wir haben für morgen noch dieses To-Do zum Tun. Überhaupt, wenn ihr mehrere Personen in einem Kreis seid, ist das ein cooles Hilfsmittel, um eure To-Dos, einfache To-Dos zu managen. Ich benutze noch andere Apps für sowas, aber auch hier integriert ist es oft eine gute Übersicht. So, zu guter Letzt möchte ich noch sagen, wenn ihr euch erstmal registriert, bekommt ihr einen Monat Premium. Das seht ihr hier, wie lang noch Premium ist. Und es gibt in den Einstellungen ein eigenes Premium-Menü, wo ihr auch zum Beispiel über PayPal mehr Premium kaufen könnt. Premium ist immer für ein Jahr. Ich mache keine Abos, es wird nicht automatisch irgendwas eingezogen. Das heißt, ihr zahlt immer für ein Jahr. Es sind 50 Euro brutto im Jahr. Und wenn euer Premium ausläuft, könnt ihr noch immer die App benutzen, ohne Probleme. Nur ihr habt keinen Zugang mehr auf die Statistik, auf die ich jetzt gar nicht so eingegangen bin. Ihr habt nicht die Möglichkeit, Daten also an meine API zu schicken, was ich auch nicht eingegangen bin. Und es betrifft wieder Limitierungen von Binnenstöcken und Binnenständen. Da, wenn ihr nur Basic User seid, ihr nur eine Handvoll Stöcke und Stände anlegen könnt. Ihr könnt aber in der freien Zeit zum Beispiel 100 Stöcke anlegen und dann, wenn euer Premium ausläuft, also ihr nochmal Basic User seid, könnt ihr noch immer mit den 100 Stöcken weiterarbeiten. Nur ihr könnt keine neuen anlegen. Also ich hoffe, das ist ziemlich fair, wie ich das aufgeteilt habe. Und das soll im Interesse für jeden sein. Und ja, vielen lieben Dank.